Veranstalter der Campus Games sind unter anderem Nico Schilling und Bene Zillner. Sie versprechen den Teilnehmern sowie Zuschauern sportliches Kräftemessen vom Allerfeinsten bei teils urigen Wettkämpfen. Wir haben uns ganz viele Gaudi-Wettkämpfe überlegt. Fenstalkönig für die Sportstudenten, um das Beachvolleyball-Turnier ein bisschen zu ersetzen. Und dann halt Wife-Carrying mit Mindestgewicht. Sind wir in die Trendsportarten-Schiene ausgewichen. Dann haben wir gesagt, okay, was ist publikumswirksam, was zirkt die Leute und wo wird der Fun-Faktor am größten sein. Die Highlights sind definitiv die Klimmzug-Challenge ganz zum Schluss, wo wir wirklich schauen, okay, wer ist der ausdauerndste, dann der Strongman-Contest, wo wir schauen, wer ist der stärkste, dann das Wife-Carrying-Finale, wo wir schauen. Wie gut harmonieren die Paare so? Beim Wife-Carrying muss Frau von Mann über eine circa 250 Meter lange Strecke getragen werden. Die Tragetechnik bleibt den Teilnehmern frei, ganz gemäß dem Motto Hauptsache schnell. Wir haben hier schon einmal ein paar Fortbewegungsweisen ausprobiert. Einzige Auflage ist ein Mindestgewicht von 49 Kilogramm für die zu tragende Frau. Immer vier Paare stehen gleichzeitig an der Startlinie. Die zwei schnellsten kommen eine Runde weiter. Spaß ist hier nicht nur für den Sportler, sondern auch für die Zuschauer vorprogrammiert. Teams bestehend aus zwei Männern werden aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Auch beim Ergometersprint gewinnt der oder die Schnellste über die 350 Meter Strecke. Hilfe ist hier leider nicht erlaubt. Wahre Disco-Pumper oder auch Pumperinnen können bei der Klimmzug-Challenge ihre Stärken zeigen. Der die meisten schafft, gewinnt. Fenstalkönig heißt wohl das Highlight der diesjährigen Campus Games. Bei dem anspruchsvollen bayerischen Parcours muss nach Überquerung von Hindernissen auch eine Leiter erklommen werden. Was dann folgt, ist nur für handwerklich begabte Männer bestimmt. Wir sind gespannt auf die Campus Games 2015 und werden uns vor Ort selbst ein Bild über den Unterhaltungsfaktor der Veranstaltung machen. Das Programm jedenfalls verspricht nicht zu wenig, eine gute Mischung aus Spaß und spannenden sportlichen Wettkämpfen.